Es ist Dienstag, der 5. Juni 2018. Sie sehen das SKB-Journal im Stadtfernsehen Brandenburg mit folgenden Themen. Biofrischemarkt kommt in die Bauhofstraße. OB Scheller bestätigt die Bauvoranfrage für dieses Projekt. Brannes Kids Day, Spiel, Spaß und Bewegung beim Kinder- und Familiensportfest. Und Begeisterung bei den Kids. Kika-Moderator Christian Behmann besuchte die Havelstadt. Ja, liebe Zuschauer und damit hallo und herzlich willkommen zum SKB-Journal vom Dienstag. Brandenburg an der Havel hat zwar ein sehr großes Supermarktangebot, was aber fehlt, ist so ein richtiger Biomarkt. Viele gesundheitsbewusste Brandenburger fordern so einen Markt schon lange und sie können sich freuen, denn jetzt soll ein biofrischer Markt kommen. Lang, lang ist's her. Da produzierte in der Bauhofstraße noch diese Papierfabrik, die vor sich hin verrottet. Jetzt aber soll bald wieder Bewegung auf dieses Gelände kommen. Norbert Langerwisch von den Freien Wählern hatte die Idee für einen biofrischen Markt und fand Investoren für diesen Standort. Stefan Skalda und Lutz Botin, die bereits in der Neuendorfer Straße aktiv sind, wollen hier tätig werden. Ziel, ein biofrischer Markt. Etwas, das es bis heute in der Havelstadt nicht gibt. Deshalb haben sie auch bei der Stadt eine Bauvoranfrage gestellt und wir fragten Oberbürgermeister Scheller, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Es gibt eine Bauvoranfrage. Das Verfahren ist verwaltungsintern jetzt soweit abgeschlossen. Ja, und ich denke, die Investoren haben das selber erklärt. Deswegen kann ich das an der Stelle jetzt bestätigen. Es geht darum, dort an der Stelle halt auch neue Akzente qualitativ inhaltlich beim Einzelhandel zu setzen. Wir achten natürlich immer darauf, dass es keine negativen Effekte auch auf andere zentrale Versorgungsbereiche gibt. Und mit den jetzt aufgerufenen Sortimenten, die dort eine Rolle spielen sollen, sind die nicht zu befürchten. Insofern gehe ich davon aus, dass da eine ganz gute Entwicklung an der Bauhofstraße stattfinden kann. Also viele Brandenburger werden sich darauf freuen. Eine echte Bereicherung für die Stadt. Der biofrische Markt soll im Übrigen ergänzt werden durch einen Getränkehandel an diesem Standort. Getränke Hoffmann aus Berlin, bisher auch noch nicht in der Havelstadt vertreten, wird dort ebenfalls einziehen. Der SKB hat ja darüber berichtet, dass OB Scheller, nachdem das Land mehr Mittel fürs Theater bewilligen wird, die Schauspielsparte wieder reaktivieren will. Doch ansonsten ist der OB mit der Finanzausstattung durch das Land nicht zufrieden. Der SKB hakte nach. Also zum Kulturthema bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ansonsten muss man sagen, und das stimmt, da haben wir mehr erwartet. Das Land hatte ja selber ein eigenes finanzwissenschaftliches Gutachten in Auftrag gegeben. Da gibt es auch ein Ergebnis. Da gibt es auch gutachterliche Empfehlungen, die Kommunen etwas mehr an dem Steueraufkommen im Land zu beteiligen über die sogenannte Verbundquote. Und da gibt es Empfehlungen von den Wissenschaftlern, die sagen, mindestens die Verbundquote soll von 20% auf 22,2% erhöht werden. Der Vorschlag des Landes jetzt im FAG, also im Finanzausgleichsgesetz, sieht 20,8% vor. Da ist schon noch eine Lücke da drin und da wird mit der Landesregierung auch von Seiten der Spitzenverbände noch zu reden sein. Die Steuereinnahmen sprudeln, die Kreisgebietsreform ist vom Tisch. Die Kommunen erwarten nun tatsächlich zu Recht eine bessere Finanzausstattung vom Land. Erleben Sie das 8. Sinfoniekonzert im Brandenburger Theater, das Grand Finale, den Saisonabschluss der Sinfoniekonzertreihe. Ein Konzert der Extraklasse mit den Brandenburger Symphonikern unter der Leitung von Peter Gülke. Lassen Sie sich in die historischen Klangwelten fantastischer Musik entführen. Genießen Sie das erste Klavierkonzert des noch jungen Ludwig van Beethoven und die 6. Sinfonie von Anton Bruckner. Die ist außergewöhnlich, sie tanzt förmlich in die Herzen. Begleitet wird das Konzert von der großartigen Solistin Lauma Skride am Klavier. Das 8. Sinfoniekonzert, ein musikalisches Ereignis der Extraklasse im Brandenburger Theater. Erleben Sie den Saisonabschluss der Sinfoniekonzertreihe an 3 Abenden am 7., 8. und 9. Juni. Karten wie immer an der Theaterkasse oder unter 03381 511 111.
Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Spiel, Spaß und Bewegung, all das bot der Brannes Kids Day am vergangenen Samstag. Das traditionelle Kinder- und Familiensportfest zum Internationalen Kindertag fand in diesem Jahr auf dem Marienberg statt und das kam bei den Gästen sehr gut an. Viele Stände und viel Platz. Hunderte Kinder tobten sich am Samstagnachmittag ordentlich aus. Zum 6. Mal organisierte der Stadtsportbund gemeinsam mit dem lokalen Bündnis für Familie den Brannes Kids Day. Kinder konnten bei diversen Sportvereinen der Stadt ein kleines Schnuppertraining mitmachen. Jawohl, zumachen. Jawohl, zumachen. Und jetzt versuchst du nochmal 3 Hände hier oben zu schlagen. 1, 2, 3. Und Donner. 1, 2, 3. Und deine Decke. Hier oben ist. So. 1, 2. Zum ersten Mal mit dabei war auch die Mitmachinitiative Kinder stark machen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Mit ihren Ständen wollen sie Kindern bei der Persönlichkeitsfindung unterstützen und auf frühe Suchtverbeugung aufmerksam machen. Beim Brannes Kids Day waren über 250 Helfer an 40 Ständen aktiv. Die St. Annen-Galerie bemüht sich seit jeher, ihren Havelstädtern einige Highlights über das Jahr zu bieten. Auch für die Kleinsten lässt man sich immer wieder etwas einfallen und zum Kindertag wurde schon so etwas wie eine Tradition geboren. Mamas, Papas, Omas, Opas, wir sind alle Kinder heute. Ich bin Christian, sag mal hallo Christian. Hallo, so, ihr kennt ja den neuen Namen schon wieder. Ihr kommt schon Fernsehen? Aber heute ist nicht Fernsehen, ich bin heute live. Ich bin heute echt. Und ihr seid auch echt da, oder? Bitte. Ja. Könnt ihr mich alle gut hören? Ja! Sehen? Ja! Und auch leiden? Ja! Christian kennt in Brandenburg schon viele Kinder und Eltern. Für gewöhnlich ist er im Kika mit dem Kikaninchen unterwegs oder in Berlin in seinem Puppentheater. Aber immer zum Kindertag packt er seine Puppenbühne, den Kasper und noch so ein paar Freunde ein und macht sich auf den Weg in die Havelstadt. Und so war er auch am vergangenen Freitag zum Kindertag wieder in der St. Ann-Galerie, um die Kinder mit seinem witzigen Theater und seiner lockeren Art zu begeistern. Eine richtige Tradition, die hier für die Kinder entstanden ist. Und die freuen sich jetzt schon auf den Kindertag im nächsten Jahr. Nicht jeden Trend, der aus den USA zu uns rüberschwappt, muss man mitmachen, aber es gibt in den USA einen nationalen Schokoladeneistag. Der wird am 7. Juni, also am Donnerstag, gefeiert und den würde ich auch gern hier feiern. Die Temperaturen würden es auf jeden Fall zulassen. Hier sind die Wetteraussichten mit dem SKB 3-Tagestrend. In den nächsten Tagen erwartet uns auf jeden Fall Sonne pur. Am Mittwoch werden es 26 Grad, am Donnerstag schon 29 Grad. Da kann man sich das Schokoladeneis richtig schmecken lassen. Und am Freitag wird dann wieder die 30-Grad-Marke geknackt. Es werden ganze 32 Grad erwartet bei 14,5 Sonnenstunden. Ja, liebe Zuschauer, und das war's dann auch schon wieder, das SKB-Journal vom Dienstag. Weiter im Programm geht es jetzt mit dem zweiten Teil vom SKB-Talk-Redaktionsbesuch. Mein Kollege Gerd Glaser ist wieder im Gespräch mit dem Szene-Gastronom Jens Beiler. Ich wünsche gute Unterhaltung und verabschiede mich. Tschüss, auf Wiedersehen.